Ja, die Entscheidung ist sehr, sehr schnell gefallen. Ich war ja sehr, sehr unzufrieden, nicht so glücklich bei meinem Ex-Verein. Es hat einfach nicht so geklappt und es ist nicht in diese Richtung gegangen, die ich mir vorgestellt habe, meine Familie vorgestellt habe. Und ja, Max ist, hat immer an mich geglaubt und dran geblieben und haben uns sehr viel und sehr oft gehört und der Kontakt war sehr, sehr eng und ist auch so ein Grund, wieso das dazu geführt hat. Und ich bin einfach nur halt begeistert von dem Verein. Ich bin sehr, sehr begeistert von der Mannschaft, was sie bis jetzt geleistet haben, wie sie spielen. Das ist einfach nur ein geiler Fußball. Dann ein Hammer-Trainer, der ich richtig Bock habe, mit ihm zu arbeiten. Und ja, das. Der Verein sich so bemüht hat um mich, da sieht man ja, wie groß das Interesse ist. Und ich bin einfach jetzt nur froh, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich will alles dazu beitragen, alles geben, dass für die Zukunft alles gut kommt. Ja, ich würde das eher sagen, eine lehrreiche Zeit. Und ich habe vieles mitgenommen. Ich habe vieles auch gelernt. Ob das jetzt negativ oder positiv ist. Man fasst es immer so auf, wie du dir das auch einteilst. Und ich hatte eine gute Zeit, also eine schöne Zeit, hatte auch gute Jungs, auch super Leute. Ob das jetzt neben dem Platz sind oder auf dem Platz. Es hat mir auch mit denen Spaß gemacht. Nur halt, ich war nicht zufrieden. Ein Spieler will spielen, ein Spieler will auf das Feld und sich zeigen. Und ich war eigentlich fast nur auf der Bank und das hat mich nicht so glücklich gemacht. Und war oft halt auch ein bisschen traurig und ich hoffe, dass das jetzt sich ändert. Und deswegen auch ja, der Schritt nach mir, Borussia Mönchengladbach.